Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen auf meinem Kanal, der Bastelhannes. Wir machen weiter und zwar mit dem Manta AGTE. Und zwar kommen wir zur Ausgabe 72 und bei der Folge wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und wir sehen uns jetzt gleich beim Reinschauen des Hefts. Also, bis gleich. So, liebe Leute, jetzt schauen wir doch mal ins Heft hinein. Eine Menge Kleinteile und wir haben bauen an dem in der Feuerschürze und der Schürze vorne weiter. So, dann wieder ein bisschen Literatur, Entschuldigung, ein bisschen Geschichte und so weiter. Und jo. Okay, und das ist in der 73 drin, aber jetzt gucken wir uns erstmal die 72 an, werde ich erstmal alles vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, dann kommen wir mal wieder zur Erklärung. Und zwar, das ist Kastenoberteil, Kastenunterteil, das ist der Arm, das ist der Ausrückhebel, dann ist das die Bolzenaufnahme, ist das hier. Jo, dann ist das eine Abdeckung, ein Bolzen, Federn, zweimal. Dann haben wir AP-Schrauben, BP-Schrauben und HP-Schrauben. Okay, das alles mal zur Seite. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir brauchen dieses schicke Teil. Wir brauchen eine Feder. Ach du meine Güte, jetzt muss ich erstmal gucken, welche 72H ist. Ist das die kleinere, die größere? Die größere. Die größere Feder. Das wird ja wieder was ich und Federn. Da lasse ich doch wieder Federn. okay, also das Ding kommt jetzt. Obwohl. Wenn das Teil jetzt hier so. Okay, vielleicht doch nicht die. Jetzt muss ich mal gucken. Wird von der Breite her nehmen die sich also nichts. Jetzt muss ich das Ding hier irgendwie versucht erstmal hier rüber zu quetschen. Oder ich drehe es einfach. Oder ich schmeiße sie einfach weg. Okay. Sag mal, Leute, von heute, wie seid ihr denn da durch, darüber? Nehmen Sie die Federn und schrauben Sie sie über die Wulst. Ja, Leute, das versuche ich gerade. Das Ding, oh, diese Feder macht mich ja schon wieder irre, ey. Und wir schrauben und schrauben und wir haben sie drauf, ich fasse. Aber ein Vorteil, sie kann uns nicht wegkommen. So, jetzt haben wir dieses Teil, schicke Teil hier und dieses schicke Teil hier. Dieser komische kleine Mupsel, der kommt auf die Seite. Das Ding jetzt so gehalten. Okay, dann Ding so da rein.
Dann soll hier diese Fader rein. Und hier soll dann scheinbar. Und da ist wieder weg die Feder. Also ich schätze mal, dass das Ding jetzt hier so. Ich sehe das schon alt wegfliegen, also Leute. Oh, Feder, hier geblieben. Und jetzt soll das. Um Gottes Willen. AP-Schrauben. Komm, geht auf, bitte. Einmal AP-Schrauben, das soll jetzt hier rauf. Schlecht vorbereitet wieder. Schlecht vorbereitet. Okay, also es bewegt sich auf jeden Fall schon mal was. So Leute, also der Ding, nee, das Ding hier. Auch nicht. Also wenn wir dieses Ding hier hochziehen, geht der Schnüppel hier vorne zurück. Nach vorne schieben, geht es irgendwie rein. Okay. Jetzt brauchen wir dieses Teil hier. Ja, und wie rum? Die rum, la rum, Löffelstiel. Ich würde mal sagen, so rum. Kann ich jetzt mal so vermuten. Könnte sie ja richtig sein, wegen diesem Hebel. Hier vorne, da. Könnte dazu ja hinkommen. Und schon wieder schlecht vorbereitet. Und wir nehmen zwei AP-Schrauben. Und setzen das Teil an. Also erstmal ansetzen. Oder doch so rum? Ja doch, ist ja richtig. Das Ding kommt ja nach unten. Also, ich hab's nur gerade falsch rumgehalten. Hoffe ich. So. Und klack.
Klötsch. Ich schätze mal, das wird ein Mechanismus für die Motorhaube oder irgendwas sein. Würde ich jetzt mal so vermuten. Okay. So, das sind die AP-Schrauben. Nicht, dass wir hier irgendwie durcheinander kommen. Jetzt brauchen wir eine HP-Schraube. Und den Arm brauchen wir. Eine HP-Schraube. Oh, komm doch mal einfach raus hier, Junge. Junge. So, AP. P-A-P-P-P-P-A-P-P-P-P. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Und zwar kommt jetzt das Teil hier oben und das Teil kommt jetzt hier raufisch. Okay. Andersrum. Der kommt nicht oben rauf, sondern unten rauf. Seht ihr das jetzt richtig? Ich sehe das richtig. Glaubt. Soll ein bisschen lose bestimmt sein. Dass das beweglich ist, genau. So, genau oder nicht genau, das weiß ich allerdings nicht. Ach, du ahnst es nicht, was wollt ihr denn jetzt von mir? Hier können wir nur den Schraube nehmen. Mensch, eine Schraube. Junge. So, und hier wollen wir den anderen Schrauber nehmen. Hier müssen wir nirgendwo rein. Und die kommt hier rein. Die AP-Schraube. So. Jetzt haben wir das Ding hier. Funktioniert gut noch alles. Jetzt brauchen wir dieses Teil hier. Und okay. Kommt das hier vor? Scheinbar. Hier sind auf jeden Fall so eine Schnipsels, die hier, also einmal hier ist so ein Schnibbel dran und da, und hier sind auch zwei so eine Löcher, also kann es rein theoretisch nur so rankommen.
Irgendwie. Okay, und jetzt BP-Schrauben. Irgendwas stimmt hier noch nicht so richtig, Leute. Irgendwas stimmt hier noch nicht so richtig. Ich glaube, ich muss mir das mal ganz kurz angucken. Ich glaube, ich habe da was falsch rumgebaut. Also Leute, nichts falsch gebaut, sondern dieses Ding hier hat sich umgedreht und dadurch schlecht. So passt es besser. Aber jetzt müssen wir erstmal mit zwei BP-Schrauben das hier unten festmachen. Mei, was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Da sind doch die Bienen. Schreibels. Wo sind sie denn verschwunden? Oh, ich bin gleich wieder da, Leute. Ah, ist halt ja nicht so einfach, wenn das einfach rutscht, ne? So. Und jetzt noch mal eine HP-Schraube. Oh Leute, ey. Die Tüten und diese Schrauben machen mich schon mal, bringen mich um meinen Verstand. Der war zu groß gewesen, so war das. Jetzt frage ich mich allerdings. Okay, das Ding muss also irgendwie beweglich bleiben.
Also scheint zu funktionieren. So, das war's schon. Das war's schon, liebe Leute. Also, wir haben etwas. Hier drücken wir auf mit Funktion. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, liebe Leute, das war die Ausgabe 72 und dann kommt die 73. Da haben wir ja eben schon reingeguckt, was da kommt. Und ja, dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Gerne ein Like dalassen und ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mögt. Die sind nämlich kostenlos. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann, euer Bastelhannes. Ciao, ciao.